So, Leute, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Find. Lasst uns mal den nächsten roten Stein finden, und zwar Episode 2, Kapitel, ich meine 3. Mal gucken, ja, den haben wir schon. Oh, apropos, ich habe mir auch schon einige Powersteine gegönnt. Wie zum Beispiel jetzt das Entwaffnen. Momento. Genau, Sturmtruppen entwaffnen, weil die mich ja doch extremst nerven nach der Zeit. Den Powerstein-Detektor habe ich auch nochmal angemacht. Einfach nur so. Ich weiß zwar, wo alle sind, aber egal. Okay, los geht's. Droidenfabrik. Freispielen, natürlich. So, und da müssen wir dann ein bisschen wieder vorwärts kommen. In der Geschichte. Irgendwo da hinten ist da nämlich so ein Bau von diesen Ameisenviechern. Hier, diese komischen Viechern da. Und da soll denn der rote Stein sein. Genau, los geht's. Stadtmagnet, alles bereit, los geht's. Ach, scheiße, da muss ich... Ach, scheiße. Dieser Käse hier wieder. Naja, egal. Ja, und ihr merkt schon, Stadtmagnet, es gibt nichts Besseres. Ehrlich nicht. So, und dann mal kurz umgeswitcht auf R2-D2. Dadurch kann man die Bänder anhalten. Genau. Ne, auch die Stanzen. Wird alles angehalten. Easy going. So, weiter, weiter, weiter. Zack, ihr seid alle tot. Alle, ja. Einfach mal durchgelatscht. Hab. Genau, jetzt kommt der Bottich wieder hoch. Hier nochmal hoch. Darf ich mitfahren? Wahrscheinlich nicht. Egal, ich hab Jaja. Das geht auch so. Weiter geht's, weiter geht's. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch lange nicht hin. Ach, scheiße. So, weiter. Weiter, weiter, weiter. So. Warte mal, anstatt das da die ganze Zeit zu aktivieren, fliege ich mal einfach so rüber. Mit dem R2, das geht natürlich auch. Ne, ja. So. Adiup. Genau, oh, und hier sind wir richtig. So, einen Augenblick, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier gibt es eigentlich der rote, also der Powerstein-Detektor, der müsste jetzt eigentlich schon anschlagen. Man sieht dann links oder rechts im... Also am Bildschirmrand sieht man dann einen roten Punkt. Besser gesagt ein rotes Dreieck, was einem zeigt, da geht was. Aber ich laufe hier einfach mal rein und siehst du da, da ist es jetzt. Und zwar der weiße. Also das weiße Dreieck da. Seht ihr jetzt hier links, genau. So. Weiß bedeutet in die Richtung, rot, du bist ganz fast nah dran und so weiter. Keine Ahnung, so ganz bin ich da noch nicht ganz durchgestiegen. Aber egal, so, los geht's. Wir müssen ja nach und nach so ein paar Pots aktivieren, genau. Und das geht alles nur mit R2-D2. Also von da... Immer ihn benutzen, dann klappt das schon. Genau, und da ist der rote Stein, da wollen wir hin.
Den nochmal aktiviert. Dann hier hoch. Dann dit aktiviert. Activation. Und damit haben wir jetzt den nächsten roten Stein freigeschaltet. Wunderbar. Ja, easy going. Speichern beenden. Ja, bitte. Okay, freigeschaltet Charaktersteine. Charaktersteine bedeutet, wenn man einen Gegner tötet oder Kollegen von einem tötet, wandelt der Tod, Gegner oder Kollegen werden dann in Stats umgewandelt, sag ich mal so. Sie sind dann nicht einfach tot, sie wandeln sich in Stats um. Ja. Auch nicht schlecht. Werde ich auch gleich aktivieren. Weil das passiert öfter, als man glaubt. Okay, Leute, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss.